Das 25-Jahr-Jubiläum der Freiheitlichen Partei Niederösterreichs mit über 200 Gästen und vielen Ehrengästen wurde nicht nur zum Anlass genommen, Rückschau zu halten, sondern vor allem auch, um mit vollem Einsatz in die nächsten 25 Jahre zu starten. Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite den Vertretern, nämlich Clubobleiten und Vertretern der Fraktionen im Niederösterreichischen Landtag, weil das auch letztlich respektvoll ist, dass Sie uns heute diese Ehre zuteil werden lassen und an dieser Festveranstaltung auch teilnehmen. Und das ist durchaus etwas, was gerade in der Demokratie erwähnt werden muss. Denn es freut mich ganz besonders, dass diese Anerkennung am demokratischen Boden so fruchtbar war, dass sogar der Herr Landtagspräsident zugegen war und Vertreter, Spitzenvertreter der anderen Landtagsclubs, die im Niederösterreichischen Landtag vertreten sind. Bei aller politischen Auseinandersetzung ist es einfach auch eine Frage des guten Benehmens und der Wertschätzung, was vielleicht auch in der Alltagsbeobachtung vielleicht ein wenig untergeht, dass man trotzdem auf dieser menschlichen Ebene gut umgeht miteinander. Und erst 88 ist dann wieder eine dritte Partei gekommen. Und ich glaube auch, dass diese Konstellation in Niederösterreich eine war, die eigentlich schon geprägt war von einem Geist der Zusammenarbeit. Es ist eine erfolgreiche, eine steinige, eine harte Arbeit gewesen, die letztlich vom Wähler auch immer wieder belohnt wurde. Wir dürfen auch eines nicht verschweigen, dass es natürlich auch in der Geschichte der FPÖ Höhen und Tiefen gegeben hat. Das muss man auch ganz offen ansprechen. Aber ich hoffe nur, wenn Sie mich in meiner Funktion als Landesparteiobmann angesprochen haben, dass jedenfalls in meiner Ära der Höhenflug weitergeht. Es war damals eine besondere Leistung, zu dieser Zeit dieses Parteiensystem aufzusprengen und den Einzug zu schaffen. Und man hat ja heute bei dieser Veranstaltung von den politischen Mitbewerbern von damals und heute gemerkt, was sich hier verändert hat. Damals war es eine Überraschung und wie geht man jetzt mit diesen Menschen um? Heute gehören wir zum politischen Leben, wir werden ernst genommen und trotz harten Diskussionen ist trotzdem die Wertschätzung vorhanden und wir haben aus diesen 25 Jahren viel lernen können, jeder, der irgendwo tätig war, auf welcher Ebene auch immer, aber das Wichtigste, was wir gelernt haben, war, und ich habe es heute auch gesagt, dass wir mit Freude und Wehmut für die Menschen arbeiten sollten und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man im politischen Leben eigentlich machen sollte. Ja, wir haben in diesen 25 Jahren, und ich bin allen, die hier bisher interviewt wurden, dankbar, dass das bestätigt wurde, immer einen gemeinsamen Weg gefunden. Ich glaube, das zeichnet gerade Demokratie und Parlamentarismus aus, dass heute auch Vertreter aller im Landtag vertretenen Fraktionen hier waren und damit auch den Respekt und die Anerkennung auch gezeigt haben. Und ich glaube, das gehört dazu. Wenn man das nicht lebt, dann fehlt einem, glaube ich, das Grundverständnis für Demokratie. Und das habe ich heute schon auch im positiven Sinn festgestellt, weil da darf niemand ausgegrenzt werden. Und ich freue mich natürlich, wenn ich heute auch so einen schönen niederösterreichischen Janker geschenkt gekriegt habe, weil ich sage, ich bin ja zu einem Teil ein Niederösterreicher. Meine Mutter ist ja Niederösterreicherin, aus Neunkirchen stammend und so gesehen ist es ja ein Teil auch natürlich auch meiner Heimat.